Ja, KenFM hat wieder eine Sendung gebracht, wo er den Satz sagt, so ungefähr so, ja, der Kapitalismus muss immer Kriege führen und so weiter. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Also er versteht, dass der Kapitalismus ein Problem ist. Auch bei Thilo Jung, Jung und Naiv, war der Ökologe Dr. Ernst Paul Dörfler zu Gast. Das könnt ihr euch durchaus mal anhören, ja, denn dieser Ökologe hat ein bisschen ganz vernünftige naturwissenschaftliche Ansichten. Den könnte man fast auch bei den zweiten Scientists for Future 2 durchaus eventuell aufnehmen, wenn er sich bewerben würde. Er hat nämlich so Dinge auch gesagt wie ungefähr so, Kapitalismus kann Raubbau an der Umwelt und am Menschen nicht aufhören. Und es möge ihm doch mal jemand zeigen, wie das gehen solle, dass der Kapitalismus, der also die ganze Zeit Raubbau an Umwelt und am Menschen durchführt, wie der das schaffen würde, dass der Kapitalismus plötzlich das Gegenteil macht. Das kann der Kapitalismus nicht. Kapitalismus kann nur beendet werden. Das Problem, der irre Weg bei Thilo Jung ist nur, er interviewt lauter Leute, die immer mal wieder große Fragezeichen an die soziale Marktwirtschaft und an den Kapitalismus dran knüpfen, aber er ist nicht in der Lage, die einzigen, die eine Lösung haben für ein richtiges Konzept zur Beendigung der sozialen Marktwirtschaft, die zweiten Scientists for Future 2, das bringt er nicht fertig, die zu interviewen. Na, das ist aber eben ganz typisch irgendwie überall eben Irrwege und Irreführung. Aber immerhin, das könnt ihr euch also anschauen, das Gespräch mit dem Ökologen Ernst Paul Dörfler kann man sich durchaus anschauen. Ja? Der digitale Chronist und Markus Krall sind eigentlich in einem Atemzug zu nennen. Das sind die Unbelehrbaren. Ne? Also auch das, ihr könnt euch auch Dr. Markus Krall in Olbernhau, heißt das Video, könnt ihr euch auch durchaus anschauen. Aber es verrät eben doch immer wieder, also das Interessante daran ist, dass er auch so einige, dass er Überlegungen zur Neugestaltung von Demokratie äußert und so weiter, wie man eine echte Demokratisierung erzeugt, wie man die Verfahrenheit der Parteiendemokratie sozusagen auflösen könnte und so weiter. Aber das sind so die interessanten oder zum Nachdenken anregenden Dinge, weswegen ihr das mal schauen könnt. Aber schaut es euch ansonsten an als ein Beispiel für Irrwege, wie Menschen Irrwege gehen können, weil sie eine blinde abergläubische Grundhaltung gegenüber der sozialen Marktwirtschaft bzw. dem Kapitalismus haben. Er will sogar haben, dass dieses teuflische System sogar irgendwie grundgesetzlich verankert wird. Also wie kann man nur so naiv sein und so falsch liegen? Und das muss ich natürlich jetzt begründen. Ne? Das wollen wir ja auch begründen. Hier haben wir also zum Beispiel, bleiben wir beim Beispiel, das ja auch KenFM begonnen hat. Übrigens, ja, der digitale Chronist hat ja gegenüber der sozialen Marktwirtschaft die gleiche Naivität wie Dr. Markus Krall. Das könnte also im Prinzip vergessen, diese Sendung Markus Krall in Olbernhau, die könnt ihr euch nur mal anschauen wegen der Anregungen, die da drin sind, aber nichts davon insgesamt sollte man wahrscheinlich nichts einfach so ungeprüft übernehmen, denn das ist alles auf irrigen Gedanken fußen. Gehen wir mal an die irrigen Gedanken ran. Hier haben wir zum Beispiel unseren Waffenhändler im Wilden Westen. Ja? Ja, und im kapitalistischen System, also das kapitalistische System ist ja in Wahrheit mindestens ungefähr 300.000 Jahre alt, 300 bis 400.000 Jahre alt und nicht wie die Leute albernerweise glauben, dass erst die letzten paar Jahrhunderte vom Kapitalismus geprägt seien. Nein, der Wesenskern des Kapitalismus, der kapitalistisch oder sozialmarktwirtschaftliche Tauschhandel, ist wahrscheinlich 300.000 bis 400.000 Jahre alt. Und jetzt haben wir hier im Wilden Westen den Waffenhändler. Ja? Und der
hat ja die Tatsache hier, die Indianer kämpfen mit Pfeil und Bogen, ja, und die Weißen kämpfen mit Winchester-Gewehren, mit Repetiergewehren und allem möglichen anderen und so weiter. Und ja, und jetzt will der Waffenhändler natürlich neue Märkte erschließen, will noch mehr Repetiergewehre und Winchester und so weiter verkehren, kommt mit seinem Planwagen voll Gewehren und so weiter und will daraus ein möglichst großes Geschäft machen. Ja? Und wie macht er denn das jetzt? Ne? Im Kapitalismus läuft es darauf hinaus, dass er hin zu den Indianern geht mit seinen Wagen und denen zum Beispiel die Winchester-Gewehre anbietet, ja, und nur erstmal wollen die gar nicht kaufen, weil die vielleicht gar nicht so im Moment gar nicht so Krieg in der Luft liegt und so weiter. Und dann geht er hin und lässt also irgendwelche gekaufte Weiße sich verkleiden als Indianer, ja, und macht dann mit Pfeil und Bogen hier, so mit Pfeil und Bogen und so, so sind die dann verkleidet, die Weißen, und dann lässt er die einen Überfall machen auf einen weißen Siedlertransport sozusagen oder einen Siedlerwagen, und dann sieht es so aus für die Weißen, aha, da ist ein Überfall gewesen, die Indianer haben uns überfallen, und dann greifen die zu den Waffen und wollen die Indianer überfallen, und er fährt wieder mit seinem Planwagen zu den Indianern, und jetzt kaufen sie ihm die Winchester ab, weil sie ja sehen, dass die Weißen angreifen wollen und so weiter, und dann kann er auch den Indianern die ganzen Gewehre verkaufen und so weiter, und die Weißen kaufen ihm auch noch ein paar Gewehre ab, und zwar alles zu hohen Preisen jetzt in der Situation, und er kann so richtig schön am Krieg verdienen, den er selbst auch geschürt hat. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, jetzt dieser Betrug, also wir gucken uns das erstmal an, wie das wissenschaftlich aussieht, ja. Im Saloon verhandelt er dann mit den Weißen sozusagen und verkauft denen da auch nochmal Gewehre und überbringt vielleicht noch die Nachricht, dass da also ein Indianerüberfall stattgefunden hat. Und da das Entscheidende ist halt, dass er da die Leute noch belügt, ne? Und dieses Belügen ist natürlich ein Problem, ja, denn da könnte man jetzt sagen, als Ausrede hier, also das ist unser Händler, der also die Leute belügt und also einen Betrug macht und diesen Überfall macht und so weiter, und das ist der ehrliche Händler. Und der unehrliche Händler, der verkauft natürlich viel mehr Winchester, kann viel mehr Kinder ernähren und kann eine ganzen Waffenhändler-Dynastie begründen, die sich dann ausbreitet. Und der andere, der verkauft halt nur ganz wenig Waffen, weil der keine Kriege schürt, ja. Jetzt kann man sagen, ja, aber der macht ja Betrug und der Betrug kann auffliegen und so weiter. Und vielleicht hat er dann doch nicht so einen großen Erfolg, weil er vielleicht am Ende im Gefängnis landet oder am Galgen landet oder was auch immer. Das kann man nicht ausschließen. Also da könnte man jetzt sagen, naja, so schlimm ist vielleicht doch der Kapitalismus nicht, weil da gibt es ja doch die Möglichkeit, dass der im Gefängnis landet. Aber das ist ja die entscheidende neue Entdeckung der zweiten Scientists for Future 2, dass es auch ganz ohne Gefängnis geht. Ne? Denn also, dass der Waffenhändler braucht ja hier nur zum Beispiel vorher haben die Händler einfach erzählt, ja, eine Gruppe hat die andere besucht, eine Kommune hat die andere Kommune besucht und das war ein liebevolles Ereignis und da wurde getanzt, musiziert in der primitiven Form, wie sie vielleicht vor 300.000 Jahren möglich war, musiziert, gesang, getanzt, gesungen, gelacht und Liebe gemacht und so weiter diese Erzählung, der Händler versteht die Sprache nicht so richtig und versteht das Ganze als einen gewaltsamen Überfall und missversteht die Geschichte und kriegt die einfach völlig in den falschen Hals, so wie bei der Stillen Post, ne? Und der erzählt jetzt einfach, was er glaubt. Er glaubt ja die Nachricht, dass es einen gewaltsamen Überfall gab. Und ohne böse Absicht und ohne, dass er bewusst lügt und ohne, dass er bewusst irgendwelche Überfälle aktiv inszeniert oder gar selbst finanziert und sozusagen so wie bei dem Western-Beispiel,
erzählt er trotzdem diesen gewinnbringenden Irrtum, diese irreführende Nachricht, diese sogenannte Fake News. Und dadurch kaufen aufgrund der Fake News ihm die Leute alle seine Steinäxte ab und seine primitivsten Waffen, wie sie halt vor 300.000 Jahren möglich waren, ja. Und dadurch kann er eben auch wieder eine Waffenhändler-Dynastie begründen, weil dieser große Umsatz, dieser große Verdienst ihm geschieht. Während dieser Händler, der also immer bei der Wahrheit bleibt in seinen Geschichten und Nachrichten, keine Fake News erzählt, der kann jeweils höchstens ein Kind entleeren und nach einiger Zeit müssen sie den Laden zumachen, weil sie mit dem hier wettbewerbsmäßig nicht mehr mithalten können. Der konkurriert sie mit Werbung, mit Geglitzer, mit hübschen Transporteinrichtungen und so weiter. Was vor 300.000 Jahren halt möglich war, konkurriert er sie aus sozusagen. Und wie gesagt, vor 140.000 Jahren wurde ja allerspätestens nachweislich der Fernhandel erfunden und so weiter. Und vielleicht waren dann die Transporteinrichtungen schick und luxuriös und alles glitzerte und weil es war schön und optisch schön ansprechend. Und da konnte dieser ehrliche Händler oder der wahrheitsorientierte Händler nicht mithalten, während der irrtumsorientierte oder Fake News orientierte Händler mit seinen Märchenerzählern, die lauter Fake News erzählen, sozusagen eine richtige Waffenhandelsdynastie begründen kann. Und das will Dr. Markus Krall nicht kapieren, der digitale Chronist nicht kapieren. Also deswegen betrachtet diese Leute nur noch als unrealistische, antinaturwissenschaftliche, längst wissenschaftlich widerlegte Ideologen, die euch nur in eine falsche Richtung aufhetzen wollen. Dr. Markus Krall will euch ja mit seiner Atlas-Initiative zu einer Art bürgerlichen Revolution aufhetzen, vergesst das. Die Kritik am Kapitalismus ist völlig berechtigt sozusagen. Der Kapitalismus muss beendet werden, der ist nicht die Lösung, sondern der ist das Problem, weswegen ja auch alle vernünftige Politik immer wieder am Kapitalismus sozusagen arbeitet und immer wieder versucht, all diese Negativerscheinungen des Kapitalismus wenigstens halbwegs einzudämmen. Also hier nochmal den Kriegshetzer-Aspekt, den ja auch KenFM angesprochen hat und so weiter. Also ich hoffe, ich kann hier nicht immer in jedem Video alles verdeutlichen. Ich kann euch nur, wenn euch ein bisschen was von der Erklärung eingeleuchtet hat, schaut die anderen 330 Videos und die googelt nach den Zweipunkt Scientists for Future II. Dann könnt ihr richtig studieren, wie die Analyse des Kapitalismus wirklich aussieht. Vergesst also Karl Marx dabei. Und wie gesagt, hört nicht mehr auf solche Irrlehrer wie Dr. Markus Krall, wie den digitalen Chronisten. Hört aber auch nicht auf solche nicht konsequenten Leute wie Thilo Jung, der ständig darüber berichtet, mit Leute, die also ihm immer wieder andeuten, dass der Kapitalismus das Problem ist, aber anstatt dass er dann jetzt richtig Sendungen darüber macht, wie wir den Kapitalismus beenden können, am besten auch mit den zweiten Scientists for Future 2, er könnte ja da mal kontroverse Gespräche zusammenstellen. Und deswegen, das ist alles Irreführung und führt euch alles ja in die Irre. Also studieren, am besten zweites Scientists for Future 2, studieren, unsere einzige Chance für die Menschheit. Tschüssi.